Davide, ja, herzlich willkommen im Lokschuppen. Schön, dass du uns heute Rede und Antwort stehst zur neuen Saison. Der Sommer war ja sehr speziell für dich, ja, und sehr besonders. Du hast geheiratet und du bist jetzt Head Coach von Lok Bernau. Ja. Wie hast du das denn so empfunden, die letzten Wochen und Monate? Erstmal guten Morgen. Ich freue mich für die Einladung, hier zu sein. Ja, auf jeden Fall ein unvergesslicher Sommer. Mhm. Ja. Ich muss zugeben, von Wichtigkeit, von Emotionalität, auf jeden Fall die Hochzeit und... Gott sei Dank. Ja, ja. Ja. Meine Frau würde es das auch... Genau, wenn sie das hören, gibt es Ärger. Ja, auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, eine schöne Sache, auch mit unseren Verwandten, mit unseren Freunden. Schön. Die Möglichkeit, in Italien das zu feiern. Das war auch ein bisschen mit Stress verbunden, mhm, ne? Weil, ja, wie jeder weiß, bei einer Hochzeit, es gibt viele, viele Sachen zu bedenken, viele Sachen zu kontrollieren, viele Details. Mhm. Es macht Spaß, aber auch ein bisschen Aufwand. Okay. Und ja, das war sehr emotional und unvergesslich auf jeden Fall. Hat sich gelohnt. Wie sind denn die italienischen, wenn ich mal eingreife, wie heiratet man denn in Italien? Hat das sowas ganz Besonderes, groß oder doch eher kompakt? Es ist sehr regionabhängig. Okay. Und ja, familieabhängig. Meine Familie in dem Sinne ist relativ klein. Mhm. Wir waren eine relativ begrenzte Gruppe. Okay, okay. Ja. Und ja, also jetzt zum Basketballteil war natürlich auch eine... Also ich war auch sehr, sehr glücklich und froh, dass ich die Chance bekommen habe. Und das ist quasi das erste Ziel, auf dem ich jahrelang mich vorbereitet habe. Und ja, also ich freue mich sehr und ich bin motiviert, mein Bestes zu geben für die Mannschaft. Super. Na, wir freuen uns auch sehr, dass es geklappt hat. Ja? Also du hast ja mit Dan Opland jetzt ein Assistant Coach an deiner Seite, der letztes Jahr noch ein Spieler von dir war, der Kapitän, und als du noch Assistant Coach warst. Wie ist denn so das Verhältnis jetzt? Was hat sich denn da jetzt verändert zwischen euch beiden? Also die Rolle haben sich natürlich verändert. Allerdings ist Dan wirklich ein super professioneller Mensch und Sportler. Ne? Und er hat schon in der vergangenen Saison, obwohl er weiter in der Pro B gespielt hat, er hatte schon eine Mannschaft betreut als Coach. Das heißt, er hat schon ein bisschen diese Erfahrung in dieser Rolle gehabt. Ja. Ne? Und wir haben uns seit dem ersten Tag sehr, sehr gut verstanden, ne? Weil auch in seiner Zeit als Spieler hatten wir ein gutes Verhältnis, ne? Weil er ein bisschen älterer ist als die andere. Das heißt, es gab schon eine unterschiedliche Beziehung, ne? Und ab sofort haben wir uns sofort geklickt. Okay. Ne? Und wir haben uns sehr gut getroffen in dem Philosophie, dass wir mit der Mannschaft fahren wollen. Mhm. Und natürlich, ich sehe das als positiv und als Plus, ne? weil er auch eben die Spielerperspektive erlebt, genau, hat, und er kann einige Sachen mit einem anderen Einblick urteilen oder mindestens zurückmelden. Weil er ist ja auch schon jahrelang Profi, auch in Deutschland, ne? auf höchstem, genau, Niveau. Also ganz, er hat schon viel gesehen und erlebt. Ja. Davon, ja, können alle partizipieren. Ja. Ja. Besonders auch die jungen Spieler, die bei uns dabei sind. Ne? Ja. Ja, cool. Ja, kein Interview zum Anfang der Saison natürlich ohne diese ganz, ganz große Frage: Was sind denn eure Ziele? Was sind die Ziele der Mannschaft? Was sind die Ziele von euch als Coaches, ja, für die neue Spielzeit, die jetzt bald anfängt? Ja, also wir wollen uns nicht verstecken, ehrlich gesagt. Also das Team als Verein Lok Bernau und die ganze Struktur, ne, hat in dem Sommer durch die Akquise von den Spielern eine gewisse Ambition gezeigt, ne? Und ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil dieses Projekts sein darf. Ne? Und unser erstes Ziel ist quasi im Moment die Mannschaft zusammenzufügen, ne? Weil es gab viele Veränderungen,
vor allem ich als Coach, der Assistant Coach plus die neue Spieler und die junge Spieler. Das ist das Ziel Nummer eins, damit wir entschlossen dann gegen die Gegner eintreten können. Ne? Jetzt langfristig gesehen ist auf jeden Fall eine Playoff-Qualifikation zu erreichen, das Ziel. Mhm. Ja? Also im Sport ist es so, ne, man ist immer flexibel, ne, und man kann immer die Ziele quasi auch durch die Saison ein bisschen anpassen. Okay, also dass man dann Halbfinale, vielleicht als Ziel, Finalteilnahme, das muss ich noch ein bisschen anpassen. Ja, ungefähr genau. so. Ja, nee, schön. Du hast es ja schon angesprochen, es sind viele neue Spieler, viele neue Gesichter wieder im Team dabei. Wie schafft ihr denn das jetzt daraus, wirklich eine Mannschaft zu machen? Was ist denn da für euch als Coach, ist jetzt denn der Fahrplan dafür? Also, die erste Sache, dass wir etabliert haben bei dem ersten Training, wir haben für uns, was wir Grundprinzipien nennen, ne? Und das sind eben Prinzipien, auf die jeder Teilnehmer der Mannschaft sich orientieren soll und verlassen soll. Ne? Und das sollte quasi uns das Fundament, ne, weiter alle in die gleiche Richtung zu fahren. Mhm. Ne? Und das ist dann eine Aufgabe von dem täglichen Training, ne? Und auch ein bisschen außerhalb des Feldes, ne? Okay. So Teambuilding-Aktivitäten. Das muss nicht immer eine große Event sein. Das kann auch so ein Abendessen zusammen, okay, oder mal ein Basketballspiel zusammen gucken. Mhm. Ne? Aber dass die Personen untereinander sich kennenlernen und nicht nur im Training sich gegenseitig behaken, sondern auch den Menschen hinter dem Spieler erkennen, sozusagen. Korrekt, korrekt. Und das ist wichtig. Mhm. Ne? Und dann in dem Basketballteil, ne, wenn die Ziele eben klar sind, wenn die Kommunikation offen ist, ne, in unserer Sicht hilft dann eine gewisse Sicherheit und eine Entschlossenheit zu entwickeln. Ja, das ist Plakat, was ihr im Training zum Beispiel auch immer aufhängt, ne? Also, dass halt alle das auch visuell mitbekommen, was wichtig ist, was euch wichtig ist. Was dem Team wichtig ist. Mhm. Richtig, richtig. Ja, das ist, das sind wenige Sachen, aber die müssen immer visuell und mental wiederholt werden. Ne? Ja, cool. Und das ist ein Prozess eben, ne, die Zeit braucht, und deswegen muss man so früh wie möglich anfangen. Ja. Und wie bist du zufrieden mit der Saisonvorbereitung? Sind es jetzt ja 2 Wochen, 2,5 Wochen, seid ihr jetzt schon im Training mit der Mannschaft? Wie ist so dein Gefühl? Es ist ja schon immer spannend, ne? Also du stellst eine Mannschaft zusammen, teilweise mit Isaiah, Leute, die noch nie in Europa gespielt haben. Du weißt nicht, wie sie sich etablieren. Wer kommt da aus dem Flugzeug raus? Sind sie auch wirklich so groß, wie sie sagen? Sind sie so kräftig, wie sie sagen? Wie ist so dein Gefühl jetzt nach den ersten Trainingseinheiten? Bist du da zufrieden? Ich bin sehr zufrieden im Moment. Ich hatte von vornherein einen sehr positiven Eindruck. Mhm. Von den Alba-Jungs war ich überzeugt, weil ich sie schon kannte. Kennst du lange, ne? Von den neuen Spielern hat sich mehr oder weniger den Eindruck bestätigt. Der Vorteil aktuell, ne, bei der Rekrutierung von den Spielern ist, dass wir die Möglichkeit haben, viele Informationen zu sammeln, bevor dann konkret dann in Verhandlungen gehen. Ja. Mhm. Ne, und es gibt trotzdem einen gewissen Rahmen von Überraschungen, ne, aber ich bin positiv überrascht. Genau. So, cool, schön. Dein Vorgänger René Schilling war ja 10 Jahre lang Head Coach des Pol B-Teams. Jetzt, du warst 3 Jahre lang, ne, Assistant Coach, jetzt bist du der Head Coach. Was können wir dann anderes erwarten von der Spielweise her, oder welche Dinge übernimmst du denn auch von den letzten Jahren? Was hat sich da so etabliert, wo du sagst, ja, genau, das, so möchte ich es auch, und wo sind da Anpassungen? Was passiert da in den nächsten Monaten? Mhm. Ich würde so antworten in Verbindung auch mit der Kooperation mit Alba. Mhm. Wir haben
eben diese Ehre oder diese tolle Möglichkeit, ne, ein Farmteam zu sein von Alba Berlin, ne, die sind die aktuelle deutsche Meister, ne, und die könnten in den letzten Jahren das Publikum begeistern mit ihrem teamorientierten Spiel, ne, und das ist was in den Jahren, als ich Assistant Coach war, was René immer gut probiert hat, mhm, ne, und hat versucht weiter zu beizubringen, ne, und die Inspiration werden wir auch nehmen, mhm, ne, also auf jeden Fall ein schnelles Basketball, ne, und ein teamorientiertes Spiel. Okay. Ne, also wir glauben fest daran, dass die Einzeltalente, die Einzelfähigkeiten noch besser glänzen können in einem Teamkonstrukt, ne, und das heißt grundsätzlich, dass die Spieler Spaß haben sollten, zusammen, mhm, zu spielen. Okay. Ne, und so, wenn die Kräfte der Einzel, ne, da in zusammen sich fügen, dann kann richtig dann von innen und von außen dann sehr Spaß machen. Na, eine gute Energie. Ich habe das Training ja schon gesehen von euch. Also es hat eine gute Energie auch in der Mannschaft schon. Und wenn das natürlich überschwappt auf die Fans, überschwappt auf den Livestream, ne, dann haben Heidi und ich und wer da auch immer sitzt, auch seinen Spaß. Und dann können wir uns da auch dran erfreuen, an schnellem Basketball. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Also das ist unser Ziel Nummer eins. Mhm. Also eine höhere Intensität etablieren während des Spiels und versuchen auch so eine schnelle Aktion, um unsere junges Alter und, mhm, unsere Athletik zu nutzen. Ja, du hast es angesprochen, guter Übergang. Die Mannschaft ist ja schon deutlich jünger geworden. Letztes Jahr waren ja einige Veteranen dabei. Der einzige wirkliche Veteran ist ja jetzt noch Max Rockmann. Ne? Ja. Und ihr seid sehr jung, was Vorteile hat, Thema Geschwindigkeit, ja, Thema Athletik, aber halt natürlich auch Herausforderung. Ne? Also wie schafft ihr es jetzt mit der Herausforderung, gegen, sagen wir mal, erfahrene Mannschaften nachher am Ende zu spielen, die so vielleicht mal 2-3 Kilo mehr wiegen, eventuell ein bisschen größer sind, ein bisschen erfahrener? Das wird ein Prozess. Mhm. Ne? Also dass wir versuchen immer quasi im Training bewusst ein bisschen stressige Situationen, okay, zu entwickeln, ne, um die Jungs ein bisschen unter Druck zu setzen, so dass wenn sie dann in der richtigen Situation sich befinden, die sind erstmal nicht überrascht. Mhm. Ne? Okay. Und ganz groß ist mein Vertrauen gegenüber den Jungs, weil am Ende das Alter erzählt, ne, aber es ist nur ein Faktor von vielen anderen, und meine Überzeugung ist, dass die anderen Faktoren dann auf unsere Seite, mhm, kippen werden, oder dass wir quasi durch unser Spielstil das Spiel steuern, mhm, können und nicht steuern lassen von den Gegnern. Dass die anderen reagieren und ihr agiert, ihr gebt sozusagen das Tempo vor. Und ja. Ja. Was hast du denn, wir haben jetzt viel über die Sachen auf dem Feld in der Halle gesprochen, was ist dir denn noch so wichtig außerhalb des Trainings, außerhalb der Spiele fürs Umfeld hier in Bernau? Also grundsätzlich ist es mir die Einzelsituation von den Jungs, ne? Also wichtig. Mhm. Wir sind in Kontakt täglich, mehr oder weniger, simpel, wie es ihnen geht. Sie haben verschiedene Konstellationen, und wenn dann den Alltag für sie entspannt ist, dann ist natürlich eine bessere Voraussetzung auch für die Leistung auf dem Feld. Ja, okay. Die sind Profis, ne, mit ihrem Körper, ne, und mit ihrem Kopf. Und das ist in eine sehr kurze und konzentrierte Zeit, ne? Und das macht eine große Challenge. Ja. Ne? Mhm. Und das ist für mich der Punkt Nummer eins,
wo ich sage, okay, die so Aufmerksamkeit für ihre Alltagsroutine, okay, na, und Hilfe anbieten, wenn da, oder Unterstützung anbieten, wenn da notwendig ist. Und jetzt persönlich für mich, ich finde immer interessant oder sinnvoll, wenn sie auch in der Lage sind, ihren Hobbys, ne, zu pflegen außerhalb, okay, also der mal Halle. Den Kopf klar kriegen für andere Sachen. Mhm. Ja, mhm. Ja, dass sie mal neben vielleicht Schule oder Uni oder eben Basketball für unsere Vollprofis auch ihren Lebensrhythmus und Alltag so planen, dass sie auch Zeit für andere Sachen neben Basketball haben. Hast du denn schon, weißt du denn schon, ob jemand ein spezielles Hobby hat, irgendwie Zierfische oder Gitarre spielen oder so? Gibt es da schon ein paar Sachen, die du teilen kannst? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, ich habe noch nicht. Haben wir nicht rausgekriegt, ja, ne? Ja. Bin ich ja gespannt. Ja, ja. Selber vielleicht beim nächsten Mal dann erfahren. Gerne. Ja? Ja, danke dir da wieder. Da haben wir ganz viel über Basketball erfahren. Im nächsten Teil unseres Podcasts werden wir ein bisschen über den Menschen da wieder hinter dem Trainer mal recherchieren. Und da freue ich mich schon drauf. Aber danke für deine Zeit und wir hören uns gleich nochmal. Gerne. Mach's gut. Danke dir. Ja.